Hallo, liebe Menschen. Auf Anfrage eines Kommentators, kleine Erklärung zum Nil. Der längste Fluss Afrikas mit 6852 Kilometern entspringt in einer Höhe von 2700 Metern in Ruanda und Burundi. Nehmen wir mal einen Querschnitt der Erdkugel, dann sehen wir, dass er von seinem Ursprung bis zum Mittelpunkt, zum Apex, 920 Kilometer überwinden müsste. Das heißt, das Wasser muss bergauf steigen. Viele schlaue Leute haben was darüber geschrieben. Unter anderem ein Herr Andrew Johnson. Flüsse fließen immer bergab. Es ist ein verbreiteter Irrtum, dass irgendeine Erdkraft die meisten Flüsse nach Süden fließen lässt. Viele Flüsse fließen nach Norden, einschließlich der Nil, der sich aus hochgelegenen Seen im afrikanischen Rift Valley sammelt. Also, noch Fragen, Kommentare, haltet euch nicht zurück. Vielen Dank.